Im Hintergrund trudeln langsam die Gäste ein. Das Geburtstagskind heute, tada, Dirk Fleck, 80 Jahre. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt spontan eine Hamburger-Folge in deiner Küche zum ersten Mal, Ja. weil, wie gesagt, im Wohnzimmer geht die Party schon los. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Kind war, durfte ich mir mal so viele Gäste einladen, so alt wie ich war. Also mit 6 Jahren sechs. Also wir haben heute einiges zu erwarten, oder? Leider nicht, weil die Hotels in Hamburg komischerweise alle ausgebucht sind und die Leute, die von außerhalb kommen, das wären viele gewesen, keine Unterkunft gefunden hätten. Und deshalb habe ich diese Party auf 12 liebe Leute beschränkt, die alle aus Hamburg kommen und alle hier einen Schlafplatz haben. Mit welchem Gefühl bist du heute Morgen aufgewacht? Mit einem so schönen Gefühl. Ich war um 5 wach, saß aufrecht im Bett, bin an den Computer, um mal zu gucken, ob mir schon jemand gratuliert hat. Und von 5 Uhr morgens bis jetzt, und jetzt ist es 3, prasselt eine Glückwunsch-Adresse nach der anderen auf mich herab. Und dabei habe ich so außergewöhnlich schöne Würdigungen erfahren, dass es mir fast peinlich ist. Ja? Also offensichtlich scheine ich da draußen guten Ruf zu genießen. Nur die Leute, die mich wirklich gut kennen, wissen, dass das natürlich nicht stimmt. Deine Kindheit, wenn du jetzt Ja. mal zurückblickst, wie war deine Kindheit? Meine Kindheit war eingewickelt in einen schläfrigen Traum. Ich habe die Realität gar nicht so mitgekriegt. Ich war nicht angekommen hier. Ja, ich habe eine Geistesabwesenheit an den Tag gelegt, an den sich meine Eltern und dann alle Verwandten und Bekannten und Freunde gewöhnt haben. Der ist halt so. Ja. Und dann bin ich irgendwann erwacht und in dieser Realität gelandet und es war dann ganz schrecklich. Also dann war ich erpressbar, weil ich hatte mich nicht darauf vorbereiten können. Die anderen waren da viel weiter. Und so weiter. Und bis ich dann in Balance wieder war, vergingen weitere 7 Jahre. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ziehst du das Lernprogramm, das sie dir aufoktroyieren, eben durch. Ja, und dann habe ich eigentlich angefangen, mich an die Regeln zu halten und bin dann sehr schnell mit den Fähigkeiten, die ich da entwickelt habe, in meinem Traumberuf gelandet, im Journalismus. Und dann war ich glücklich. Wie alt warst du denn? Als ich in die Journalistenschule ging, war ich 19. Da haben sich, das war damals die einzige in Deutschland, haben sich 2000 Leute beworben. Davon wurden 20 zur mündlichen Prüfung zugelassen in München. Da war ich dabei. Und davon wiederum, ich glaube, 10 auf die Schule Und gelassen. einer davon warst du. Ja. Krass. Und die Schule wurde getragen von mehreren großen deutschen Tageszeitungen, die sich dort ihren Nachwuchs ranzüchteten. Ist das die Henry-Nannen-Schule Nee, die gewesen? kam später. Die Münchner Deutsche Journalistenschule heißen die. Und die Zeitungen, die diese Schule gefördert und bezahlt haben, die haben dann geguckt, wer ist fertig und haben dann Angebote unterbreitet. Als ich das Studium beendet hatte, hatte ich 7 Angebote von namhaften Zeitungen, Süddeutsche, Mannheimer Morgen. Und ich wollte aber nach Berlin und habe dann ein Volontariat beim Spandauer Volksblatt angefangen. Ein ganz kleines Blatt, das aber in Konkurrenz zu Springer stand. Und jetzt die geniale Idee hatte, die deutschen Geistesgrößen als Mitarbeiter zu gewinnen, die für das Blatt geschrieben haben. Böll, Grass, Uwe Johnsen, Stefan Reisner und all diese Leute. Und die haben dann selbst am Wochenende diese Zeitung auf dem Kudamm verkauft, was eine irre Attraktion war. Und während das passierte, kam ich in die Redaktion und traute meinen Augen nicht. Ich habe das eben mit der Frage mit der Kindheit auch aus dem Grund gestellt, weil du für mich mit deinen 80 Jahren immer noch extrem jung geblieben bist und auch immer noch dir dieses Spielerische, dieses Kindsein eigentlich nie hast nehmen lassen. Ja, ich weiß nicht, warum das Leute so überrascht. Ich denke, das geht eigentlich jedem so, der einigermaßen wach durchs Leben gegangen ist, weil Erfahrungen beschweren dich jetzt nicht oder
bringen dich vom Pfad ab, sondern geben dir Einsichten, die dich fröhlich stimmen. Also je mehr du in Erfahrung bringst, desto sicherer bist du unterwegs. Und irgendwann fängst du an zu begreifen, dass das ganze Wissen, das du versucht hast, dir anzueignen, überflüssig ist. Und dass du dann wieder am Entrümpeln bist. Du entrümpelst dich praktisch von diesem Wissen. Und dann setzt etwas ein, also bei mir so um die 70. Das ist eine unwahrscheinliche Erleichterung. Ja, du willst auch nichts Neues mehr zur Kenntnis nehmen, weil sich in dir ein Gefühl entwickelt, das fast ein religiöses Gefühl ist. Du hast plötzlich das Gefühl, verbunden zu sein mit jedem Atemzug, mit einem größeren Selbst. Und da merkst du, dass deine eigene Person eigentlich recht unbedeutend ist und die Sehnsucht, deine eigene Identität abzulegen, in die große Familie, wird stärker und stärker. Warum haben ältere Leute häufig, das hat man ja immer wieder gehört, wenn sie sagen, oh, ich bin froh, nach Hause zu kommen. Mhm. Das ist ein Gefühl, nach Hause zu kommen. Und dieses Gefühl stellt sich aber erst im hohen Alter ein. Und da ich ja nun 80 Jahre alt geworden bin, freue ich mich auch darüber, nach Hause zu kommen. Das heißt, wenn ich das also richtig wahrnehme, dass dieses Angst vorm Altwerden hast du nie wirklich gehabt? Oder gab es da auch mal einen Punkt? Also wenn du gesagt hast, ab 70, so nehme ich das wahr, wird das eigentlich immer besser bei dir? Ja, also diese Angst vorm Tod, die hast du... Nee, gar nicht so sehr vorm Tod, vorm Altwerden. Also dieses im Alter nicht mehr so beweglich zu sein, nicht mehr so... Die Gesellschaft sortiert ja irgendwie die alten Menschen auch aus. Ja, natürlich hast du da deine Befürchtungen und ich hatte die auch, als ich durch mehrere Umstände, die eben zu körperlichen Zerschleißerscheinungen führen, ich musste zwei Hüften operieren lassen und ich habe meine Prostata operieren lassen müssen, die sehr viele Infektionen im Körper abgesetzt hat. Und wo es mir körperlich schlecht ging, wo ich auch wirklich lebensmüde geworden war, depressiv und lebensmüde. Ich erinnere mich an die Phase, das ist auch die Phase gewesen, da ging es dir wirklich, da habe ich dich im Krankenhaus damals besucht und da ging es dir richtig, richtig schlecht. Ja. Und du warst da auch so sehr schon in diesem, okay, wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es vorbei. Ne? Ja, aber es war kein gutes Gefühl. Es war einfach, ja, scheiße, dass ich jetzt da angekommen bin und in diesem Sumpf stecke. Aber seitdem diese Operationen alle gut verlaufen sind, der Körper sich erholt hat, hat sich auch der Geist erholt. Und da ist eine Leichtigkeit entstanden, die sehr viel mit Jugend zu tun hat. Ich habe das Gefühl, ich bin ein junger Mensch geworden. Und das ist aber spannend, dass du das sagst, weil das genau das ist, was ich dir auch von Jahr zu Jahr, und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre, immer mehr ansehe, dass da immer mehr Vitalität in dich zurückkehrt, eigentlich je älter du wirst. Ja. Das ist so und das werde ich auch nicht mehr verlieren. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war Picasso, der gesagt hat, der Satz ist genial. Es braucht sehr lange, um jung zu werden. Das ist wirklich ein genial, kann ich noch nicht. Ja, ja. Und das ist der Prozess, dem ich unterliege zurzeit und gerne unterliege. Ich bin froh, dass es mich erwischt hat, diese Erkenntnis, und dass ich mich auch dementsprechend fühle. Und auf dieser Welle, die du lebst, wo es auch wirklich kein Zeitlimit mehr gibt, wo du nicht denkst, oh Scheiße, ich bin 80, ich habe vielleicht noch 4 Jahre. Und dann setzt wieder die Angst bei den meisten an, weil 4 Jahre sind überschaubar und dann bin ich ja tot und so. Das ist alles abstrakt geworden. Das zählt nicht mehr. Wir werden ja am 28. Februar, das ist ja schon ganz bald, wieder ein Hamburger Interaktiv haben. Und da habt ihr dann auch die Gelegenheit, zu gratulieren und ihm auch noch persönliche Fragen zu stellen. Also das wird ja heute nur eine ganz kurze Ausgabe hier, weil deine Gäste warten ja auch. Aber eine Frage, beziehungsweise zwei sind es eigentlich. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, auf diese 80 Jahre, was war dein schlimmster Moment und was dein bester? Und du darfst nur eine Sache nennen jeweils. Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich glaube, der schlimmste Moment ist mehrmals eingetreten, und zwar immer dann, wenn ich geglaubt hatte, dass ich etwas Besonderes bin.
Also wenn ich ein Dünkel entwickelt hatte Anna gegenüber, nur weil ich einen schärferen Intellekt hatte und in die Gemeinheit fiel, wenn ich den benutzt habe, um Leute zu verletzen oder bloßzustellen. Das ist ein Schamgefühl, das ich mehrmals durchleben musste, bis ich dann bestraft wurde eines Tages, bis ein Freund gesagt hat, dass ich ein Arschloch bin. Und der schönste Moment? Jetzt außerhalb der Hamburger. Ja, der schönste Moment ist mir auch mehrmals passiert, und zwar immer dann, wenn mir eine Frau gezeigt hat, dass die Magie des Weiblichen unendlich ist, dass sie sich immer neu gestaltet und dir immer neue Räume zeigt. Und das Gefühl, das dabei entsteht, dieses Glückshormon, das du in deinem Blut rauschen fühlst, das trägt dich, und das ist eine Erinnerung an das jetzige Leben, die ich nicht missen möchte. Gibt es zum Abschluss noch einen Gedanken? Sagen wir jetzt erstmal für die nächsten 10 Jahre, einen Wunsch von dir? Nein, ich würde mir wünschen doch, dass ich das Buch, in dem ich gerade arbeite, in hoher Qualität und mit Anstand und ohne Stress zu Ende schreibe. Dein Sittenroman. Ja. Na. Und falls das nicht passiert, es ist nur ein Roman, auch das kann ich vergessen. Also ich kann es vergessen, es würde keine Tragödien mehr auslösen. Nur das ist noch etwas, was ich gerne machen würde. Ich nenne das mal eine literarische Abschlussarbeit. Ja, warte mal, da kommt noch der ein oder andere Nachfolgeroman dann. Ja, du bist für mich so ein typischer Kandidat, es wird mich nicht wundern, wenn du mit 100 hier immer noch sitzt und sagst, ja, den einen Roman noch, also den einen, den bringe ich noch zu Ende und dann ist gut. Du wirst lachen, dass ich das auch schon mal gedacht habe und dabei zum ersten Mal wieder Angst bekommen habe. Also ich hoffe, dass mir das nicht beschieden, weil wir wissen ja alle, und da spreche ich jetzt zu euch in aller Liebe, wir wissen doch, wie schnell wir uns als Gemeinschaft, als menschliche Gemeinschaft in eine richtige Scheißsituation katapultiert haben, die kaum noch reparabel ist. Und wir können uns in etwa ausrechnen, bei dem Tempo, in dem wir in die Katastrophe jetzt schon geraten, wo wir in 20, 30 Jahren stehen werden. Und deshalb bin ich froh, in dieses Loch, Friedensloch geboren worden zu sein. Der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei, Fleck war da. Die größte Katastrophe der Menschheit steht unmittelbar davor und Fleck zischt ab. Ja, das ist, kennst du diese Paragleiter, ja? Die sich vom Berg schmeißen und ein kleines Loch in einem Felsen ansteuern und damit 150 Sachen durchzwitschern. Das ist mein Leben gewesen. Ich habe diese Lücke gefunden. Ich habe sie annavigiert und erfolgreich bestanden. Guck mal, jetzt kommen die nächsten Gäste. Nee, nicht die Gäste, es sind die Snacks. Und ich bin noch da, wie praktisch. Wir würden euch gerne was abgeben, ja. Aber leider ist das hier nur, wie sagt man, digitale Angelegenheit. Ja, guck mal, aber bei meiner hier bei der Doppelfalte, das liegt natürlich daran, wie ich sitze, ja. Darf ich gar nichts mehr essen. Also, wir sehen uns am 28. Mai, ja, Hamburger bitte, Interaktiv. Seid dabei, weil wer das noch nicht kennt, wird sich freuen über dieses Erlebnis. Und wer es kennt, wird gerne wieder dabei sein wollen. Genau, und wir müssen jetzt schnell hin, um die besten Snacks zu bekommen. Auf jeden Fall. Gute Nacht.